Ja, natürlich, Papa. Grüß dich. Ja, Bergfestli ist wieder einmal unterwegs, mir denk. Und ja, ist jetzt ein vielleicht längeres kein Video gekommen. Auch nicht allzu viel Bock gehabt auf Filmen, muss ich echt sagen, habe aber zwischendrin einiges am Tour gemacht. Mehr kleinere eben, wie gesagt, ich mag allweil noch auf meinen Haxen schauen, ein wenig. Zahlt sich ja frei nicht aus, dass da irgendwas mehres noch auftut oder aufgeht vielleicht. Und ja, heute haben wir noch gefreut, es mir wieder mal ein bisschen was zum Filmen. Auch nicht allzu was Gewaltiges vor. Da das Wetter ja auch recht unbeständig ist momentan. Und ja, ich bin da am Wieden, am Bahnhof, Parkplatz. Bin da auf ca. 800 Meter und ja, da hinter mir schaut es ja schon wieder nicht so gut aus vom Wetter. Aber schauen wir mal, wie es tut. Mag rauf auf den Wachtberg. Der ist nebenzu, da war ich ja schon mal auf den Schwarzberger Biwak machen, da blende ich das Video ein. Und da gibt es noch so einen kleinen Wachtberg, knapp 2000 Meter über die Biberalm. Und ja, da nehme ich heute halt einmal mit wieder und ja, schauen wir mal, was das gibt heute. Und wie gesagt, den Wachtberg mag ich mir mal anschauen. Also, auf geht's, los geht's. Juhu! Von meinem Ausgangspunkt, wo ich weggefahren bin, Wieden, es ist ja im Gasteiner da innen und hinter mir kann man auch schon die Wachtwand bzw. den Wachtberg ein bisschen erkennen. Da mag ich rauf. Das Radl werde ich jetzt kurz vor der Biberalm stehen lassen. Von Talpunkt bis zur Biberalm sind es mit dem Radl jetzt an die ja, 1000 Höhenmeter, möchte ich fast sagen. Und der Rest ist dann schwieriger Klacks, sind dann bis über, ja, werden es 150 Höhenmeter sein, bis zum Wachtberg. Hof ist eigentlich ein ganz unberührter und einsamer Gipfel. Ich weiß nicht einmal, ob der Gipfelkreuz drum ist, aber ich mag relativ gut meine Ruhe haben, momentan und auch schon länger so ein bisschen. Und mehr mit mir arbeiten und, ja, mich auf mich konzentrieren. Und da hoffe ich, dass der Berg gerade gerecht ist, dass da vielleicht keiner oben ist. Ja, ich glaube, man sieht es von der Wetterlage, ist frei also unbeständig. Da sieht man jetzt fest, wenn sie erfahren war, Bad Hofgastein, Kasteiner da Eiche bis Bad Gastein, ganz hinten. Gibt es einen Graukogel, habe ich auch schon ein Video gemacht, das werde ich eigentlich genauso verlinken.
Citra Risch da hinter Berg. Genau so. Ja, und ich hoffe, das Wetter wird frei noch ein bisschen aushalten. Das war echt nett. Es hat zwei Tage krank. Ich mag der Bergwechsel wieder einmal ein bisschen warf. So, dann die Meral jetzt da im Wald mehr oder weniger versteckt. Und ab jetzt geht's zu Fuß weiter. Auf geht's! So, Ausblick von der Biberalm. Mitten ins Kastanien da eigentlich. Herrlich. Wetter schaut es noch halbwegs gut aus. Weiter geht's. Ja, vom Wetter her, wie gesagt, tut es dabei frei gut. Ich glaube, ich habe das gerechte Wetterfenster ausgenutzt bis jetzt und passt auf jeden Fall. Ja, eine Stunde müssen wir jetzt frei auswählen jetzt. Und dann war das schon gut. Ein bisschen schnell unterwegs bin ich halt, dass wir alles gerecht schaffen und wie gesagt, pushen. Mag ich auch ein bisschen. Ein paar gute Schwachsbären. Gingen auch über. Wahnsinn. Boah. Jetzt sind wir bald einmal bei den Wederkreuz angekommen. Ich bin auch das, wie gesagt, vor einem Jahr circa, wo ich am Schwachsberg da das Biber gemacht habe, ist ich denselben Weg gegangen. Und wo ich damals Schwachsberg links oder hinten umgegangen bin, geht immer auf die rechte Seite um. Und ich habe auch gesehen im Hintergrund, kann man es vielleicht auch sehen, jetzt sind dort, aber die höheren Gipfel sind da alle immer. Ein bisschen im Nebel in die Wolken rein und von denen her passt es gut, wenn wir ein bisschen einen niederen Gipfel nehmen und dafür eine feste Aussicht haben. Passt ganz gut da so. Wie gesagt, so wetterstabil ist es eh auch nicht. Los werden mag ich auch nicht gerade. So, da. Hier sind wir beim Wederkreuz. Das Biwak-Video verlinke ich sowieso auch. Eine richtig fesche Nacht da drum. So, da.
rückblickend hat man da jetzt nochmal das Wederkreuz und der Wachtberg, ja, der war genau, wo war er? Da drüben der. Also nicht allzu weit, aber die hat mir echt nachher vorgestellt. Oder habe ich nachher in Erinnerung. Egal, hier ist schon mal hin. Ja, so weit ist es jetzt auch wieder nicht. So, da kann man jetzt an den Grat erkennen, bis zum Schwostberggipfel, wo ich damals mein Biwak gemacht habe. Bis über 2200 Meter hoch. So. Wir müssen jetzt da Richtung Wolchwarm. Stücke ansteigen, wie gesagt. Dann wieder ein Stück Jahre, dann warten wir da auch schon. Das ist da übrigens kein offizieller Wanderweg und daher überhaupt nicht austreten oder markiert. Und von dem her hoffe ich, dass da ein bisschen Ruhe ist am Gipfel. Ich glaube eher nicht, dass da ein Gipfelkreuz gibt. Gesehen habe ich von der Weiden keins, aber ja, das macht auch nichts. Ich brauche eh nicht unbedingt ein Gipfelkreuz. Von daher passt das. So, ich glaube 10 Minuten, dann haben wir es frei geschafft. Ja, trotz allem, wenn man so sehen kann, ausrutschen darfst da am Weg entlang auch nicht wirklich. Wenn du da hochpotzt, geht schon ganz schön hoch, wird da nicht viel überbleiben. So. Sehr gut. Kein Gipfelkreuz. Aber da sind ein Stecken drin. Jawohl. Richtig gut. So, Bergheil vom Wachtberg auf 1131 Meter. Juhu! Schnelle Runde. Das Wetter halt da soweit ganz gut. Passt. Ja, da drüben hat man übrigens den Guckinger. Gell? Das war der Berg, wo ich da nach 1,5-2 Jahren nach meinem wachsenden Arbeitsumfeld wieder aufgestiegen bin. Blick hoch auf Bad Hofgastein.
Ja, liebe Berger, natürlich, aber ich denke, das passt ganz gut. Einen festen kleinen Reis haben wir gemacht. Mir ist klar, ich mache momentan auch überhaupt nicht so die wachsendsten Touren, aber ich tue einfach, nachdem ich Lust habe, nachdem ich Spaß habe, das, was mir jetzt hat, nehme ich halt hin und wieder mal die Kamera mit. Machen tue ich ja frei mehreres. Aber wie gesagt, mich freut es auch nicht, alle die Kamera jetzt mitnehmen. Ich mache frei was für mich da und das ist auch gut so. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei seid, gewesen seid, Traublem seid, mitgekatscht seid. Lasst mal ein kostenloses Abo, aktiviert die Klingel, da habt ihr ja kein einziges Video mehr von mir. Daumen nach oben, wenn euch das taugt hat, kommentiert, teilt das Video und dann sehen wir uns bei der nächsten Tour dann wieder, wenn es heißt, wenn der Bergwechsler unterwegs ist. Also bis dahin, macht es gut, gesund bleiben, pfiat euch.